Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D-Sips 4 und unseren Ranch Adventures. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit diesem wunderschönen, einfach nur goldig süßen Bild. Starten wir in diesen richtig krassen Part. Wir haben beim letzten Mal einen kleinen Umbau auf unserer Ranch vorgenommen, denn wir haben die liebe Daisy zu uns geholt. Wir haben jetzt endlich eine Kuh. Hallo liebe Daisy! Und ich würde tatsächlich sagen, wir haben jetzt 10 Uhr morgens, es ist Samstag. Wie sieht's denn aus mit unseren Bedürfnissen und mit unseren Wünschen heute? Okay, die liebe süße Gina hat Hunger. Oh, ihr unterhaltet euch hier. Und statt zu essen, talkst du hier. Okay, alles gut. Dann isst mal bitte den Blaubeerkuchen zu Ende. Der liebe Jaden, ja, beim lieben Jaden geht's tatsächlich. Der kann sich jetzt mal um den Garten kümmern, würde ich sagen. Wir ernten mal alles. Ich weiß gar nicht, warum dieser Baum hier in der Mitte gar nicht richtig wächst. Irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Dieser Apfelbaum sollte eigentlich schneller wachsen. Liebe Gina, du isst hier auf. Perfekto. Danach kümmerst du dich auf jeden Fall um die Tiere. Und zwar wirst du als erstes Daisy putzen, Daisy melken, Daisy füttern und dann kannst du ein bisschen Kontakt mit der lieben Daisy aufnehmen, sie streicheln, sie umarmen und dann auch nach der Rinderuni fragen, alles klaro. Gartenfähigkeit Level 7 hat der liebe Jaden auch erreicht, das passt doch wunderbar. Danach, liebe Gina, kannst du dich um die Pferde kümmern, das mache ich hier auch nochmal nebenher. Hufe säubern, Fellbürsten, das kannst du bei allen Pferden mal machen. Und dann kannst du auch mal mit dem kleinen Fohlen reden, Witz erzählen, reden und dann auch mal die Flasche füttern. Damit hast du erstmal ausreichend zu tun, würde ich sagen. Jaden, wie sieht's bei dir aus? Was machst du? Du redest mit dem kleinen Fohlen. Das ist ja süß. Lass mal kurz schauen, was für Nektar wir herstellen können. Das würde ich gerne erstmal prüfen. Erdbeernektar machen wir mal. Traubennektar. Wir machen Kartoffelnektar. Und wir machen einen Beerennektar. Ich glaube, mehr können wir erstmal nicht machen. Das ist aber in Ordnung. Wie sieht's denn mit der Pflanze hier unten aus? Wir haben nämlich beim letzten Mal die Schnitterblume hier unten angepflanzt. Das sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, da müssen wir ja auch nichts machen. Das ist in Ordnung. Gina, du hast die Kuh gemolken und hast dich auch um sie gekümmert. Wie sieht's denn da aus mit der Milch? Die Milch ist schon... Das ist eine ausgezeichnete Qualität, hat die liebe Daisy hervorgebracht. Das ist cool. Dann lass mich mal die Milch erstmal in den Kühlschrank packen. Jaden, bei dir, du bist jetzt fleißig am Nektar machen. Haben wir Nektar gegebenenfalls, der fein gereift ist, hier in einem der Schränke? Bisher nicht, aber das sollte relativ schnell auch reifen, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben auch die nächsten zwei Flaschen, perfekto. Dann können wir die gleich hier reintun. Ah, oh, mir fällt gerade ein, wenn du fertig bist mit den Pferden, kannst du auf jeden Fall nochmal mit den kleinen Schafen reden und die Wolle scheren, denn die müssen wir ja auch noch holen, diese kleine Wolle. Perfekto, den Pferdemist tue ich in die Box rein. Sehr gut. Das Fohlen ist die ganze Zeit benommen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich frage mal das Fohlen, was los ist. Vielleicht kann uns das Fohlen das sagen. Jaden, wie sieht's aus? Du bist super schnell mit dem Nektar machen mittlerweile, Jaden. Das ist richtig cool. Wir müssen auf jeden Fall schauen, was los ist mit dem Fohlen, weil das ist ein bisschen seltsam. Und was ich auch unbedingt machen möchte, ist, ich möchte endlich Gold gewinnen und mit dem Bestreben von der lieben Gina weiterkommen. Und zwar haben wir ja Gold in 5 Champion-Pferdewettbewerben gewinnen. Da müssen wir noch 4-mal gewinnen. Und wir müssen dann nochmal die Championship gewinnen. Warte mal ganz kurz. Oh no, das heißt, wir müssen noch richtig viel leveln hier. Okay, krass, das braucht noch richtig lange. Okay, 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 das sollten wir aber hinkriegen. Dann sollten wir gucken, ob wir vielleicht Zimtstern ausbauen, dass wir mit ihr gegebenenfalls dieses Endturnier reiten können. Zimtstern braucht noch Charakterspringen, hat sie halt gar nicht gelevelt. Okay, dann sollten wir uns tatsächlich auf Zimtstern konzentrieren. Ich wollte ja ursprünglich dann auch noch Samurai leveln, aber das dauert ja noch ewig, ne? Ich glaube, dass das Bestreben tatsächlich eines der Bestreben ist, was am längsten dauert. Oh, wir müssen die Nektarstation auch säubern, das machen wir direkt danach mal, bevor wir dann wieder weitermachen. Flame ist gerade erst auf die Welt gekommen und fühlt sich benommen. Was sind das für Farben, Geräusche und 4 wackelige Nudeln? Okay. Sie wird mit der Zeit Halt finden. Ah, das ist normal, weil sie geboren ist neu. Alles klaro. Satteln wir Zimtstern und gucken mal, ob wir vielleicht nochmal ein Turnier reiten können und sie dann nochmal ein bisschen trainieren können. Hier hatten wir noch kein Gold gewonnen. Westernreiten Profi. Das sollten wir mittlerweile ja eigentlich schaffen, weil Zimtstern hat eigentlich eine ganz gute Kondition und ist gut gelaunt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ihr lieben süßen Mäuse, beim Westernreiten. Ihr schafft das auf jeden Fall. Der Nektar ist auch gute Qualität.
dann haben wir auch fast das nächste Regal voll. Okay, der Wein hat tatsächlich fast immer ausgezeichnete Qualität. Das ist richtig krass. Oh mein Gott, wir haben Silber gewonnen. Ich bin ein bisschen entsetzt, ehrlich gesagt. Also, ich freue mich natürlich, dass wir Silber gewinnen. Aber, also, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Lass uns mal ganz kurz gucken. Sie fühlt sich okay. Weil wir brauchen ja auf jeden Fall Gold. Müssen wir das öfter probieren, gegebenenfalls. Wir probieren das direkt mal nochmal. Ich finde das richtig cool, dass Zimtstern so oft Sachen gewinnt. Und ich finde es richtig cool, dass wir so weit kommen. Aber ich möchte gern ein paar Goldmedaillen gewinnen. Das ist leider notwendig für unser Bestreben. Ich habe unter anderem jetzt eine Mod im Spiel, die es möglich macht, dass wir mehrere Turniere an einem Tag reiten können. Ne? Also, das habe ich tatsächlich aktiviert. Ich verlinke die euch unten mal in der Infobox. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist wie Cheaten. Aber Leute, das ist halt, also das finde ich ein bisschen unrealistisch, dass man nur ein Turnier reiten kann. Plus, wir haben noch so viel zu erledigen in diesem Bestreben. Ich finde das irgendwie, ich fände es nur gerecht, wenn das irgendwie, ja, ein bisschen einfacher wäre, an den Turnieren teilzunehmen. Okay, wie sieht es denn hier aus? Wir haben hier den nächsten Wein. Von der Weinproduktion sieht es übrigens richtig, richtig nice aus. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Nektar relativ schnell auch gereift sein sollte. Ich habe nämlich beschlossen, dass wir nur fein gereiften Nektar beim Rancher verkaufen. Ich finde es so ein bisschen schade, dass dieser Apfelbaum hier nicht kommt, ne? Wir können auch nicht düngen. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht kaputt ist irgendwie. Wir haben Silber gewonnen. Ja, ich meine, ich finde das völlig in Ordnung, aber es ist halt irgendwie ein bisschen eigenartig, oder, Leute? Ist das ein Bug oder so, dass wir da kein Gold gewinnen? Ich würde kein Gold gewinnen, Leute! Gibt's noch irgendeinen Wettbewerb, an dem wir sonst teilnehmen können? Okay, und wir sind halt auch richtig weit von den Fähigkeiten. Oh, Zimtstern ist eingeschlafen. Okay, vielleicht ist sie einfach zu müde und deswegen hat das hier nicht so geklappt, wie es eigentlich sein sollte. Jaden, wie sieht's aus? Du bist, glaube ich, ein bisschen stinky und ein bisschen hungrig. Dann nimm auf jeden Fall gleich mal ein Bad. Du kannst, oder beziehungsweise eine kurze Dusche. Und danach kannst du dir noch ein paar Reste nehmen zum Essen. Gina, wie sieht's bei dir aus? Deine Bedürfnisse sehen ganz gut aus. Okay. Dann lass mal gucken, dass du noch ein bisschen mit Daisy die Zeit verbringst. Daisy putzen, nochmal melken. Dann können wir uns auch nochmal über die Kuhapokalypse beschweren. Fragen, wie man sich mit Kuhpflanzen anfreundet. Ja, das können wir auch mal machen direkt. Hallo, du süße Daisy. Ja, willkommen auf unserer Ranch, du süße Maus. Ja, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Wie sieht's sonst aus mit den Pferdis? Die Pferdis, oh, hoho, die Pferdis, die schmusen. Ja, süß. Okay, den Pferden scheint es richtig gut zu gehen gerade. Schaffen wir noch? Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Wettbewerb schaffen. Ich will noch einmal den Wettbewerb ausprobieren auf Profi, weil ich wirklich, wirklich, wirklich Lust habe, da endlich Gold zu gewinnen. Viel Erfolg, liebe Gina. Ich hoffe, dass ihr das schafft. Ich drücke euch die Daumen, ihr süßen Mäuse. Ihr seid so süß. Oh, jetzt Flame ist glücklich geworden. Och, wie niedlich. Jaden, kannst du bitte mal hier alles irgendwie ein bisschen aufräumen? Das sieht so ein bisschen alles bisschen widerlich aus, wenn wir das hier so rumliegen lassen. Niemals Ende Peinlichkeit wegen einem Post auf Sozialhase. Ich habe ja den süßen Jaden auf Sozialhase angemeldet und ich glaube, dass hier so ein paar Dinge passiert sind, die außerhalb meiner Kontrolle sind. Deswegen haben sich auch bestimmte Freundschaften auch rausgebildet. Okay, wir haben erneut Silber gewonnen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, Leute. Ich finde das sehr eigenartig. Okay, süße Maus, du musst auf jeden Fall auf Toilette. Diesmal, genau, geh mal bitte auf Toilette. Und danach kannst du doch bestimmt was zum Abendessen machen. Vielleicht so Hackfleisch-Tamales. Das klingt doch richtig, richtig lecker. Dann kannst du nämlich ein schönes Abendessen machen. Und dann können Jaden und du noch ein bisschen was zu Abend essen. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen unsere Nachbarn kennenlernen am nächsten Tag. Ja, mit Samstag. Weil wir kennen unsere Nachbarn so gut wie gar nicht. Und ich würde gerne mal gucken, wenn wir ins Stadtzentrum gehen, ob wir dann ja einfach nochmal mit den Nachbarn ein bisschen quatschen können. Dann lasst es euch schmecken, ihr süßen Mäuse. Leute, aber die Bedürfnisse sehen ja richtig, richtig gut aus. Okay, lasst uns ganz kurz mal gucken, ob die Tiere irgendwie noch Hilfe brauchen. Ich glaube nämlich, die Tiere brauchen keine Hilfe mehr. Bisher sieht alles gut aus. Ist auch alles sauber. Vielleicht sollten wir dann generell jetzt einfach mal ausgehen, weil vielleicht warten wir gar nicht auf morgen, sondern gehen jetzt mal ein bisschen in die City. Wir düsen mal ins Stadtzentrum und gucken mal, ob wir vielleicht entweder tanzen können oder in die Bar gehen können. Ich glaube, für abends ist das zum rostigen Hufeisen der Nachtclub am besten. Wir düsen mal mit der lieben Gina dorthin und schauen, dass wir die Nachbarn kennenlernen.
Hallihallo, Hallöchen. Wir haben natürlich hier keinen Nachbarn, ne? Das ist ungünstig. Laufen hier keine Nachbarn rum? Why? Leute, ich möchte keine Sims von anderen Welten. Ich möchte Sims, die hier leben. Auch Manno, kommt endlich her. Ist das jemand von hier? Das ist auch niemand von hier? Ist es normal, Leute? Habt ihr das in eurem Spiel auch? Oh, unser Papa kommt uns besuchen sogar. Wie cool. Vielleicht haben wir den süßen Jules gebeten, auch mal vorbeizukommen und uns in Chestnut Ridge zu besuchen. Vielleicht ist Chestnut Ridge ja gar nicht so weit weg von San Sequoia, kann ich mir vorstellen. Das können wir zumindest ein bisschen Kontakt mit unserem Papa aufnehmen, dann hat es zumindest einen... Dann hat es zumindest eine Sache, die wir positiv entwickeln können. Lass uns mal gucken, ob wir das Nektar-Team besuchen. Weil ansonsten lernen wir diese Menschen ja gar nicht kennen. Die sind gar nicht in der Bar gewesen. Drückt uns die Daumen, dass die Leute da sind. Ich fände es ein bisschen schade, wenn wir wirklich keinen Nachbarn kennen. Und wenn die nicht zu uns kommen, dann müssen wir zu denen kommen, Leute. Es ist einfach, wie es ist. Hallöchen, komm rein. Oh, das ist sehr lieb. Oh mein Gott. Dani befehlen zu putzen. Das fand ich jetzt auch richtig cool. Nach Musikgeschmack können wir mal fragen. Über Interessen können wir reden. Kennenlernen. Perfekto. Wie sieht's bei dir aus? Sag mal, Jules, wo bist du? Nee. Jules, komm mal bitte zurück, Schatz. Komm mal bitte zurück. Warum bist du weggegangen? Du könntest hier mit der süßen Marissa ein bisschen spielen und sie kennenlernen. Komm mal bitte zurück. Oh mein Gott, wie cute sie sind. Oh, guck mal, wir haben einiges erfahren gerade. Okay, Dani mag Videospiele nicht, Angeln nicht, Raumfahrttechnik nicht, Schreiben nicht, Kreuzstich mag sie, aber Gartenarbeit, Medienproduktion, cool. Oh, ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht auch Best Friends werden. Wie cool, gestehen sich angezogen zu fühlen. Okay, wir müssen auf jeden Fall gucken. Wartet. Und zwar muss ich mal ganz kurz was schauen. Und zwar habe ich die sogenannte Friendzone-Mod drinne. Und diese Friendzone-Mod macht es so, dass man bestimmte Sims in die Friendzone geben kann. Das heißt, dass man mit denen keine romantische Interaktion mehr vornimmt. Das finde ich irgendwie ganz cool. Und lass uns mal gucken, dass wir Dani hier suchen, genau. Und jetzt das Profil öffnen. Dann ist sie in unserer Friendzone. Ich verlinke euch mal diese Mod unten in der Infobox. Ich finde das sehr hilfreich, vor allem, wenn man auch bei gewissen Sims gar keine Romantik haben will. Das kann auch sehr hilfreich sein im Übrigen. Bei Sims 4 ist es leider so, dass ab einem gewissen Verwandtschaftsgrad, also wenn man zum Beispiel über mehrere Ecken verwandt ist, über eine zweite, dritte Generation, dass dann das Spiel nicht mehr erkennt, dass man verwandt ist. Und dann will man da ja auch vielleicht nicht flirten miteinander unbedingt. Und da finde ich diese Mod auch ganz hilfreich, würde ich sagen. Dann haben wir zumindest die liebe Dani als Freundin bekommen. Das ist doch super cool. Können wir bitte ganz kurz drüber sprechen, wie cool dieses Haus ist? Das ist ja mal mega süß. Ah, ich habe vergessen, das sind ja auch diese anderen Nektar-Leute. Das ist sozusagen unsere Konkurrenz hier. Okay. Es ist fast 2 Uhr nachts. Wir düsen nach Hause, ihr lieben süßen Mäuse. Damit wir morgen auch wieder pünktlich aus dem Bett kommen. Aloha, ihr Lieben. Legt euch mal direkt ins Bett, ihr süßen Mäuse. Lass mal ganz kurz was gucken. Und zwar habe ich ja über den MC Command Center das risikoreiche Techtelmechtel aktiviert. Lass mal ganz kurz schauen. Prozent risikoreiche Techtelmechtel habe ich auf 20. Ich mache das mal runter auf 10%. Hintergrund ist, dass die beiden dann tatsächlich auch ein bisschen Techtelmechteln könnten, theoretisch. Ich riskiere es jetzt mal, weil die beiden wirklich noch nie Techtelmechtel gemacht haben. Ich riskiere es jetzt und mache ein Techtelmechtel. Bei meinem Glück, ihr lieben süßen Mäuse, wird die liebe Gina schwanger. Es ist einfach so. Aber wir haben nur eine 10%ige Chance und ich riskiere es jetzt einfach. So, ihr lieben süßen Mäuse, viel Erfolg und viel Spaß. Ja! Knuddel, knuddel, knuddel. Dieses Techtelmechtel war einfach unvergesslich. Wir können auch einen Schwangerschaftstest machen, Leute. Den machen wir direkt danach. Oh Gott, Leute. Wenn diese 10%ige Chance dazu geführt hat, dass sie schwanger ist, raste ich aus. Es ist einfach so. Bitte, 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 lass sie nicht schwanger sein, Leute. Es ist wie russisch Roulette. Nein! Leute! Oh, nein, Leute! Willst du mich Rollenspiel? Es ist eine 10%ige Chance und du machst sie schwanger, unsere einzige Reiterin. Oh, no! Ja, was soll ich sagen? Das Spiel bricht mich. Das Spiel will mich einfach brechen. Und das Spiel, ich würde nicht sagen, dass das Spiel mich hasst, weil Kinder sind ja was Freudiges, was Schönes.
Aber ja, es ist wunderschön. Ich freue mich. Und wir haben natürlich den Herbst. Das heißt, es wird auch ein bisschen kühler. Willkommen, lieber Herbst. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jaden, steh mal bitte auf und geh dich duschen. Es kann sein, lieber Jaden, dass du ein paar mehr Aufgaben jetzt auf der Ranch übernehmen musst. Weil, ja, tatsächlich hat die liebe Gina ja jetzt entschieden. Oder wir, ja, das Spiel hat entschieden, dass wir gemeinsam, ja, ein weiteres Familienmitglied in unseren Reihen begrüßen dürfen. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich über das Kind und über das Baby, weil die beiden haben ein Baby verdient und die wollten ja auch ein Baby. Die liebe Gina hat sich ja auch so herzlich gewünscht und wir sind halt auch in der Position, ein Baby zu haben. Ich meine, mal abgesehen von unserem Bestreben, das wir noch nicht ganz erfüllt haben, wir haben ein riesiges Haus, wir haben genügend Finanzen, gutes Geld. Also ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit tatsächlich, kommt dieser Fuchs hier rein? Holy moly, dieser Fuchs kommt immer noch hier rein. Und zwar hat tatsächlich jemand in die Kommentare geschrieben, ob man diesen Fuchs adoptieren kann und tatsächlich muss ich mal gucken, ob das geht. Lass mal kurz gucken, ob du den Fuchs betrachten kannst, weil ich würde gerne mal wissen, ob wir den Fuchs ja adoptieren können. Ist das eine Frau? Ist eine Seniorin, ne? Wieso habe ich nur weibliche Füchsinnen, die Seniorinnen sind auf meinem Grundstück? Dann können wir noch mit ihr reden. Können sie nochmal betrachten. Nochmal singen. Gina, süße Maus, steh mal bitte auf. Du bist nämlich auf jeden Fall wach. Dann nimm eine kurze Dusche. Danach würde ich sagen, oh, du hast Hunger. Nimmst du ein paar Reste. Und dann würde ich sagen, guck mal, dass du tatsächlich die Tiere alle aufwächst und den Stall säuberst auch. Dann kannst du die Wolle scheren auch. Ist die andere Ziege auch hier? Ach, wie süß, die Ziegen. Die schlafen bei den Pferden. Ach, wie niedlich. Da kannst du ja auch noch die Wolle scheren. Danach kannst du dich um die liebe Daisy kümmern. Oh, Jaden hat soeben mit Choco Fudge Freundschaft geschlossen. Ach Gottchen, wie süß es ist. Aber ich glaube, wir können sie leider nicht adoptieren, ne? Das ist ja sehr, sehr schade. Wir können sie, glaube ich... Hier ist ja noch ein Fuchs. Hier ist noch ein Fuchs. Wer ist das? Das ist Apricot. Aber gut, ich meine, was soll's? Wir sind trotzdem befreundet mit dem Fuchs und das ist ja auch was wert. Und vielleicht können wir dann auch nochmal gucken, dass wir dann trotzdem nochmal an einem Turnier teilnehmen. Ich versuche jetzt tatsächlich nochmal an dem Turnier teilzunehmen. Und zwar an dem Westernreiten mit der lieben Zimtstern. Der geht's nämlich richtig, richtig gut und ich möchte endlich, endlich Gold bekommen. Und vielleicht bekommen wir das ja auch innerhalb dieses Parts. Ich komme immer noch drüber weg, dass wir tatsächlich schwanger sind, Leute. Das heißt auch tatsächlich, dass wir ein Kinderzimmer brauchen und dann ist das ja richtig cool, dass wir das hier oben tatsächlich irgendwie gemanagt haben, dass das hier drin ist. Oh, dann brauchen wir tatsächlich auch in diesem Bad eine Badewanne, ne? Ich habe halt auch direkt Bock, das Kinderzimmer einzurichten. Vielleicht machen wir das tatsächlich beim nächsten Mal, im nächsten Part. Aber bevor wir das machen, sollten wir dann mal gucken. Oh, wir sind schon im zweiten Trimester. Ah, dann sollten wir auf jeden Fall zum Ultraschall gehen. Ja, wir haben endlich Gold bekommen. Endlich, Leute. Es ist nicht verbuggt. Oh, Gott sei Dank. Das heißt, wir kommen zumindest auch mit unserem Bestreben vorwärts. Das ist einfach nur großartig. Okay, Gold. Die Goldmedaille kommt hier an die Wall of Fame. Das heißt, in unserem Bestreben müssten wir jetzt auch... in unserem Bestreben haben wir das ja noch nicht. Das Bestreben zählt ja nur diese Champion-Sachen hier. Ah, okay. Aber es ist kein Thema. Aber wir haben das zumindest geschafft. Und wir haben noch ein bisschen Money bekommen. Okay, ganz ruhig jetzt. Ich muss jetzt mich ein bisschen konzentrieren. Okay. Wir wollen jetzt erstmal zum Ultraschall gehen wollen. Ah, ich habe gar nicht dran gedacht. Ich habe ja auch die Relationship and Pregnancy Overhaul Mod zumindest ein paar Module reingenommen. Das habe ich tatsächlich gemacht, um so ein bisschen mehr Gameplay-Features zu haben. Discover Baby Number and Birth Gender. Lass uns das mal über die Relationship and Pregnancy Overhaul Mod machen. Ich verlinke die euch unten mal in der Infobox. Ich hatte die jetzt ganz lange nicht im Spiel, weil mein alter Rechner hat das tatsächlich gar nicht supported. Also das waren so lange Ladezeiten. Die Mod hat das, ja, ich glaube, dass mein alter Rechner einfach zu schwach war, um diese Mod halt einfach, ja, irgendwie im Spiel zu akzeptieren oder so. Oh, wir sind mit einem Baby schwanger. Es wird ein Mädchen werden. Ach Gottchen. Können wir jetzt vielleicht nochmal einen Wettbewerb reiten? Vielleicht können wir das Western reiten als Champion. Ah, uns fehlt ja der Charakterwert. Wir probieren das trotzdem mal aus. Wir gucken mal, dass wir das machen. Weil ich weiß ja gar nicht, wie lange wir überhaupt noch an diesen Pferdewettbewerben teilnehmen können.
Oh mein Gott, wir haben Gold gewonnen im Championship-Reitturnier. Oh mein Gott, wie cool. Dein Pferd hat eine außerordentliche Anmut und eine hervorragende Reaktionsfähigkeit gezeigt und den begehrten ersten Platz gemacht. Alle Teilnehmenden sehen dich voller Respekt und Bewunderung an, da du beim Westernreiten in der Schwierigkeit Champion gewonnen hast. Ja! Holy moly! Ich meine, dir geht's richtig, richtig schlecht, aber wir sind im Bestreben weitergekommen. Sag mal, Jaden, bevor du jetzt hier lange rummachst, kannst du gegebenenfalls Abendessen servieren? Wie wär's? Oh, wir können den Grill auch nochmal benutzen. Den haben wir irgendwie super selten benutzt. Was ist denn Churrasco? Churrasco ist eine brasilianische Grillmethode, bei der säftige Stücke, Scheiben, Steaks und Koteletts vom Rind, Kalb, Lamm, Schwein und Huhn auf großen Spießen über einem Holzfeuer gegart werden. Das machen wir mal. Ich selbst esse ja kein Fleisch, aber für alle Leute, die Fleisch mögen, klingt das auf jeden Fall richtig nice. Lasst es euch schmecken. Okay, das ist tatsächlich nur Fleisch, ne? Da ist nicht mal Gemüse dabei. Tatsächlich. Ursprung. Okay, krass. Das ist wirklich. Enthält keine Laktose, ja. Okay, aber halt auch keine Vitamine oder so. Okidoki. Oh mein Gott, das ist. Es ist ein bisschen actionreich hier alles. Ich tue mal das Essen in den Kühlschrank, damit das auch nicht irgendwie schlecht wird. Es ist auch schon relativ spät, ihr Süßen. Dann legt euch auf jeden Fall mal ins Bettchen, damit ihr morgen wieder fit seid und ihr mit der Ranch-Arbeit anfangen könnt. Die Tiere müssten auch alle versorgt sein. Genau, die Kuh schläft sogar schon. Ich bin auch froh, dass wir tatsächlich das Gewächshaus haben, weil mit dem ankommenden Herbst und dann eben auch Winter, der bald kommt, kann das nur von Vorteil sein. Ihr lieben süßen Mäuse, ich mache jetzt hier an dieser Stelle einen Cut. Es ist einiges passiert in dieser Folge. Wir sind schwanger. Oh mein Gott, können wir da bitte ganz kurz drüber sprechen? Mit einer 10%igen risikoreichen Techte-Mächte-Chance haben wir es geschafft, schwanger zu werden. Und natürlich sagt mir das Spiel dadurch, dass es mich fordern möchte und dass es mich challengen will. Aber wir freuen uns. Wir haben auch herausgefunden, dass wir ein kleines Baby-Girl bekommen. Das heißt, dass wir im nächsten Part auch das Kinderzimmer einrichten. Darauf freue ich mich auch schon sehr, ihr lieben Süßen. Wir haben außerdem einen Champion-Pferdewettbewerb gewonnen mit Gold. Das heißt, wir haben auch weiter an unserem Bestreben gearbeitet. Und wir arbeiten auch weiterhin an den Nektar. Und wie wir hier sehen, ja, wir haben ja auch schon wieder den nächsten Nektar, der fein gereift ist. Das heißt, am Montag, also heute, könnten wir tatsächlich auch zum Rancher gehen und könnten die nächsten Nektarflaschen verkaufen. Es gibt also einiges zu tun auf dieser wunderbaren Rainbow Ranch. Ihr lieben süßen Mäuse, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal, das ist kostenlos. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Hinterlasst mir bitte einen Kommentar und ein Like, um mich zu supporten, damit auch andere das Video entdecken und auf unseren Kanal aufmerksam werden. Habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei unseren Ranch Adventures. Bis dann. Bye.